Unilinke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Bundesministerin Giffey, Familienentlastungsgesetz, starke Familiengesetz, gute Kita-Gesetz. Wenn man sich die Überschriften anschaut und sie sich auf sich wirken lässt, könnte man meinen, die Regierung tut wirklich alles, um die Situation für Familien spürbar zu verbessern. Genaueres Hinsehen zeigt, dass die Gesetze schon erhebliche Mängel haben und die Verbesserungen eben an Familien vorbeigehen, die es am dringendsten benötigen. Vom Familienentlastungsgesetz haben Familien in Hartz-IV-Bezug gar nichts. Ihnen wird die Kindergelderhöhung auf die Leistung angerechnet. Am meisten profitieren reiche Familien. 15 Euro haben sie künftig mehr pro Monat im Geldbeutel. Normalverdienerfamilien erhalten durch die Kindergelderhöhung 10 Euro im Monat mehr. An Kinderarmut oder an der Kinderarmut in diesem Land ändern Sie so also gar nichts. Und ich finde schon, dass es eine Schande ist. Mehr noch, das Gesetz ist eine Umverteilung von unten nach oben und verfestigt die Ungerechtigkeit in unserem Land. Erhöhen Sie endlich das Kindergeld auf 328 Euro für alle Kinder und das als ersten Schritt hin zu einer Kindergrundsicherung. Das sogenannte starke Familiengesetz, auch da wieder starke Worte. Sie nehmen sich endlich der Reform des Kinderzuschlags an. Sie haben ja von den Zahlen gesprochen. 1 Milliarde Euro im Haushalt werden veranschlagt. Mit dieser Leistung soll verhindert werden, dass Familien in Hartz IV abrutschen, die trotz Arbeit von Armut bedroht sind. Hört sich gut an, aber wir haben uns deutlich mehr versprochen. Und dafür werden wir auch weiter streiten, denn einen großen Haken hat das Gesetz. 450.000 Kinder sollen von der Reform zusätzlich erreicht werden. Und davon nur 40.000 Kinder, die derzeit in Hartz-IV-Bezug leben. 40.000 Kinder. Und ich finde schon, das ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn insgesamt 2 Millionen Kinder in Deutschland auf Hartz-IV angewiesen sind und somit in Armut leben. Und meine Damen und Herren, das ist eben kein effektiver Kampf gegen Kinderarmut. Und ich finde schon, dass es ein unverschämter Taschenspielertrick ist. Und ich finde, die Dinge, die Sie verkauft haben, Frau Giffey, in dem Gesetz, das sind Selbstverständlichkeiten und ich halte sie nicht als großen Wurf. Das gute Kita-Gesetz, auch das haben Sie ja angesprochen. Nennen Sie es Kita-Gesetz, aber lassen Sie das Wort gute weg. Wenn Sie sagen, das Problem ist Bund-Länder, ich finde nicht, dass der Name gerecht ist. Sie schaffen eben, wie Sie selber sagen, keine bundesweiten einheitlichen Qualitätsstandards. Sie können den verbindlichen Personalschlüssel nicht so schaffen, aber es bestehen weiter große regionale Unterschiede. Und ich möchte da einfach mal, weil Sie ja die Länder ansprachen, ich möchte Ihnen einfach mal die GEW Rheinland-Pfalz zitieren. Zitat: Das Wasser steht in Kitas nicht nur bis zum Hals, die ersten Kitas saufen bereits ab. Zitat Ende. Sehr geehrte Regierung, investieren Sie endlich mehr Geld in die Kitas, Sie investieren noch nicht mal so viel Geld, wie Sie versprochen hatten. Nach 4 Jahren läuft die Finanzierung des Bundes aus und dann stehen die Länder eben wieder alleine da. Diese Woche haben viele Sozialverbände Sie angeschrieben mit einem offenen oder sich in einem offenen Brief an Sie gewandt. Sie fordern eine dauerhafte finanzielle Unterstützung. Greifen Sie diesen Brief auf, greifen Sie die Initiative auf und investieren Sie ausreichend in die frühkindliche Bildung. Ich finde schon, dass diese Familienpolitik bei solchen starken Überschriften schon im Grunde an einer guten Familienpolitik vorbeigehen. Wir brauchen einen entschlossenen Kampf gegen Kinderarmut, mehr Investitionen in die frühkindliche Bildung und eine wirkliche Entlastung für Familien, die eben das benötigen auch. Die dauerhafte und auch verlässliche Finanzierung ist im Übrigen auch in anderen Bereichen, insbesondere in den Kommunen, ein großes Problem. Ich möchte mal ein Beispiel aus meinem Wahlkreis bringen. Durch jahrelangen Sanierungsstau ist gerade eine Jugend- und Kultureinrichtung, das Ex-Haus Trier, massiv in seiner Existenz bedroht. Vor Ort organisiert der Verein viele Unterstützer oder suchen nach Ideen, um dieses Kultur-Jugendzentrum zu retten. Sie rufen zu Spenden auf, sie entwickeln eine Kampagne, werde Ex-Freund, Ex-Freundin. Sie machen sich stark vor Ort. Und ich finde auch das ist ein Ergebnis, also dass dort man vom Aussteht, ihrer Haushaltspolitik. Wir brauchen dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur. Auch das wird nicht angepasst. Kommunen müssen durch finanzielle Beteiligung des Bundes endlich wieder in die Lage versetzt werden, auch kurzfristig und eigenständig zu handeln. Und kurz noch zum bürgerschaftlichen Engagement.
Dort ist viel Geld oder mehr Geld investiert worden. Das ist kurz vor Toreschluss auf Druck der Verbände passiert. Sie haben das auslaufende Programm für Geflüchtete übernommen oder die Plätze. Sie investieren Geld in die Inklusion für Menschen mit Behinderung. Auch im Jugendfreiwilligendienst wird mehr Geld investiert. Es werden mehr Plätze eingerichtet. Gute Ansätze. Ich finde aber auch, wir hätten auch in diesem Rahmen schon ein Gesamtkonzept vorliegen haben müssen, in dem Sie sich auch mit der Arbeitsmarktneutralität auseinandersetzen. Und ich finde, es gibt zwar gute Ansätze in Ihrem Haushalt, die jeweilige Ausgestaltung jedoch lässt einiges zu wünschen übrig. Und wir hoffen, dass Sie beim nächsten Haushalt mehr Investitionen im Bereich der Familie machen. Dankeschön. Das Wort hat die Kollegin.